Hallo von Herzen, meine Lieben. Ich grüße euch zur neuen Tagesbotschaft. Wir schauen wieder gemeinsam, welche Energien heute wichtig werden. Ihr bedenkt bitte, es ist eine allgemeine Legung. Das heißt, die Energien können, müssen aber nicht mit euch in Resonanz gehen. Ich lasse die Karten springen und dann bin ich gespannt, was ich hier zeigen möchte. Wir haben hier den Hüter der Emotionen. Diese Situation, also in der du dich jetzt wahrscheinlich befindest, erfordert emotionale Reife und absolutes Vertrauen. Du bist von Personen umgeben, die nur die besten Intentionen haben. Daher kannst du auf den Rat vertrauen, den sie dir geben. Herausforderungen und Probleme werden gelöst. Außerdem weist diese Karte auf einen großzügigen, humanitären und kultivierten Menschen hin, auf den du dich hundertprozentig verlassen kannst. Dies könnte auch ein Hinweis auf deine eigenen oder diese eigenen Eigenschaften in dir selbst sein. Ja, das ist erstmal so die Hauptenergie für den heutigen Tag. Also vielleicht kannst du hier tatsächlich von außen in einer herausfordernden Situation mit Hilfe und Unterstützung rechnen. Wie gesagt, das könnte jetzt ein Mann sein, eine Frau sein, eine Freundin, eine Schwester, eine Kollegin, wie auch immer. Also das könnte jeder sein. Oder du selbst befindest dich jetzt halt in der Zeit oder in der Phase, in der du dir selbst der beste Ratgeber oder die beste Ratgeberin bist. Es geht darum, dass du hier wirklich, egal in welcher Situation du dich hier befindest, dass es darum geht, Vertrauen zu haben, dass es darum geht, Herausforderungen und Probleme, die du hast, vielleicht einfach auch aus einer anderen Perspektive mal zu betrachten. Was sollst du daraus lernen? Um was geht es? Ne? Wie kannst du vielleicht eine Situation auch eventuell anders lösen, als du es vielleicht bisher dachtest? Oder es kommt tatsächlich von außen ein Rat auf dich zu, mit dem du so nicht gerechnet hast. Wir schauen jetzt nochmal mit den anderen Tarotkarten, welche Informationen hier heute noch wichtig werden können für dich. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, du könntest dich wirklich in einer herausfordernden Situation befinden. Also, da haben wir hier schon die drei der Münzen. Ja, hier geht es um Teamarbeit, es geht um Unterstützung, es geht um Support, es geht um gute Ratschläge, es geht darum, sich in einer Situation weiterzuentwickeln, etwas zu lernen. Vielleicht hilfst du dabei, jemanden etwas beizubringen, ob das nun eine Lebens- oder eine Lebenslektion ist oder in einem speziellen Bereich. Es geht auf jeden Fall darum, etwas in eine oder auf eine höhere Ebene zu bringen. Die drei der Münzen ist für mich auch immer so die Karte, du bist ein Meisterwerk. Ne? Also vielleicht ist es tatsächlich so, dass du hier eine eigene Krise oder Herausforderung in deinem Leben hast und es wirklich gilt, man sieht das auch hier, ne? Hier ist so ein Lehrling auf dem Bild zu sehen und dann sind auch hier noch zwei andere Personen. Man arbeitet im Team. Aber man könnte auch wirklich Ratschläge von außen bekommen, wie man etwas vollendet, wie man vielleicht auch erstmal etwas beginnt und dann etwas vollenden könnte, je nachdem, ja, in welcher Etappe du jetzt hier gerade bist. Ne? Wir schauen mal weiter. Ich hätte gerne zwei Karten für die heutige Tagesbotschaft. Ach, das gibt's ja nicht. Guckt mal, Erlösung. Es geht um eine Pluto-Aufgabe. Judgment, das Gericht ist Pluto. Es geht um Stirb- und Werdeprozesse. Es geht um Lernprozesse. Es geht darum, wie Phönix aus der eigenen Asche zu steigen. Also es kann wirklich sein, dass es heute erlösende und befreiende Möglichkeiten für dich gibt, um aus einer schwierigen Lage rauszukommen. Ob du, wie gesagt, selbst auf diese Lösung kommst oder ob von außen Unterstützung auf dich zukommt. Das kann jetzt beides bedeuten, ne? Aber auf jeden Fall geht es hier um Auferstehung. Es geht, ja, auch wieder so eine Herausforderung oder herausfordernde Karte. Das ist aber eher etwas, also die Fünf der Stäbe ist jetzt nicht diese knallharte Kampfenergie. Es geht darum, etwas wie einen Wettbewerb oder Wettkampf eventuell zu betrachten, aber eher, wenn es darum geht, zu wachsen. Ne? Oder es ist etwas, das kannst du dann nur selbst für dich entscheiden, es ist etwas, um genau zu überprüfen, inwiefern gehe ich denn tatsächlich in einen Wettbewerb? Wo lohnt es sich jetzt noch,
in die Konkurrenz oder ins Kämpfen zu gehen. Oder ob man sich hier einfach nur auf sich fokussiert und eine Lösung für sich findet. Also das könnten jetzt verschiedene Möglichkeiten sein. Ich weiß, jetzt ist ja bei jedem auch was völlig anderes. Aber hier geht es darum, etwas nicht mit so einer knallharten Energie zu betrachten, sondern wirklich als Herausforderung, um zu reifen und zu wachsen. Und wie gesagt, es liegt auch immer an dir, auf welche Art von Kampf oder Wettkampf du dich hier einlässt. Beweisen. Es geht um das Beweisen auch. Also je nachdem, in welcher Lage du bist, ist der Hinweis hier, aus einem Kampf herauszugehen. Oder wenn es darum geht, sich wirklich zu beweisen und in einem Wettstreit zu sein, das Ganze dann doch eher spielerisch zu betrachten und die Chance zu nutzen, zu wachsen und zu reifen. Ne? An der Unterseite haben wir hier die Königin der Kelche. Die Königin der Kelche ist eine Fische-Krebs-Skorpion-Energie. Das kannst du jetzt selber sein oder es ist tatsächlich eine Energie, die von außen auf dich zukommt. Aber an sich ist die Königin der Kelche der Hinweis, auf deine eigene Intuition und dein Gefühl zu vertrauen. Ne? Also hier wirklich hineinzufühlen, auf dein Herz zu hören, auf deine Intuition und dein Bauchgefühl zu hören. Das ist hier der Hinweis. Also egal, um welche Situation es geht, höre auf dein Bauchgefühl. Ich lasse jetzt hier mal noch Klärungsenergien springen. Eine Klärungsenergie für die drei der Münzen, bitte. Wieder die fünf der Stäbe, guckt mal. Aber aus dem Tarot, was kommt danach? Und da sieht man hier sehr schön, dass dieser Wettkampf beendet wird. Also vielleicht ist es tatsächlich so, auch einfach mal geschehen zu lassen und eben nicht zu kämpfen oder sich beweisen zu müssen, sondern auch mal ins Vertrauen zu gehen. Ne? Die Königin der Kelche ist auch eine Energie, die vertraut auf das, was kommt, genau wie das Gericht. Das ist auch so ein tiefes Vertrauen, dass die geistige Welt schon weiß, was sie da tut, egal in welchem Bereich jetzt die Herausforderung bei dir ist oder auch nicht. Ich hätte gerne mal noch eine Klärungsenergie für das Gericht. Da schauen wir gleich mal. Die kam ja jetzt relativ schnell. Ja, genau. Und das ist nämlich genau das. Die Fünf der Schwerter sagt nämlich jetzt das, was ich eigentlich die ganze Zeit schon sagte. Wenn ich jetzt das Gericht hier wirklich als geistige Welt nehme, dann sagt sie, hör auf zu kämpfen. Du kämpfst vielleicht gegen etwas oder für etwas. Und man hat hier vielleicht etwas ganz anderes für dich vorgesehen. Und der Hinweis ist, aus einem Kampf rauszugehen. Und wenn man in einen Kampf geht, sage ich bei der Karte immer wieder, genau zu überprüfen, was würde ich denn tatsächlich gewinnen, wenn ich gewinne. Also hier steht irgendwie alles dafür, etwas geschehen zu lassen, auf das eigene Gefühl zu vertrauen, auf die Intuition, aus dem Ego herauszugehen. Wir schauen mal eine Klärungsenergie für die Fünf der Stäbe noch. Eine Klärungsenergie für die Fünf der Stäbe. Das gibt's ja nicht. Guckt euch das mal an. Da haben wir wieder das Gericht, die Fünf der Kelche, ja, und die Mäßigkeit. Also ich weiß jetzt nicht, in welcher Energie du hier bist oder in welcher Situation du bist, aber ich habe das Gefühl, es geht hier wirklich darum, aus dem Bewussten, aus dem Ego herauszugehen, sich aus einer Situation wegzudrehen, zu gucken, was durfte ich lernen, mich aber nicht mehr an diesen Enttäuschungen und negativen Dingen festzuhalten, sondern es loszulassen. Es dem Schicksal der geistigen Welt, na, wie auch immer du das für dich siehst, zu überlassen und hier aus der eigenen Asche wie Phönix aufzusteigen. Es geht um die Heilung. Heilung für dich selbst. Es geht um das ausgewogene Prinzip. Es kann aber auch sein, das kommt mir gerade noch, dass du dich heute in einer Situation oder Energie befinden könntest, in der du nun einen Lohn bekommst für das,
was du oder für was du gekämpft hast. Das wäre auch eine Möglichkeit, dass ein Kampf nun beendet werden kann, weil man etwas ins ausgewogene Prinzip gebracht hat. Jetzt darf die Heilung reinkommen, die Stabilität reinkommen. Eine Weiterentwicklung hat stattgefunden. Oder du hast jetzt begriffen, was du aus einer Situation lernen solltest. An der Unterseite haben wir hier, gibt es ja nicht interessanterweise, die Königin der Münzen. Es geht in einer Situation darum, deinen Wert zu erkennen, gut für dich selbst zu sorgen und genau auch zu überprüfen. Na, die Königin der Münzen ist ja auch so dieses dienende, heilende, nährende Prinzip. Genau zu überprüfen, für wen und für was, da haben wir hier auch wieder diese Energien, setzt du deine Ressourcen und dein Können wirklich ein. Ne? Also wer darf in die, ja, in diese Wohltat kommen von deinem Können und deinen Ressourcen, ja, etwas davon zu haben. Und vielleicht war das auch hier immer so ein Kampf bei dir, dass du immer gegeben hast. Und dass ein ausgewogenes Prinzip eben nicht da war, dass du hier viele Enttäuschungen erlebt hast. Und da ist jetzt hier der Hinweis, kämpfe nicht mehr gegen Windmühlen in Anführungsstriche, sondern lass es einfach geschehen. Hier wird das, was für dich bestimmt ist, wird dir auch gegeben. Na, also so nehme ich das Ganze hier wahr. Also vielleicht befindest du dich tatsächlich in einer sehr, ja, tiefen Krise. Könnte tatsächlich sein. Und da geht es jetzt darum, lass es einfach mal geschehen, fokussiere dich auf dich und dein Gefühl, auf deinen Wert und überlege eben genau, ja, für wen du deine Kräfte auch einsetzt. Wir schauen jetzt nochmal, um welche Lektion geht es denn heute? Um welche Lektion? Das gibt's ja nicht. Guckt euch das an, das Gleichgewicht. Ohne zu urteilen, erschaffe ich mir eine Welt, die von vollkommener Harmonie geprägt ist. Vielleicht auch wirklich aus Wut und Ungerechtigkeit herauszugehen und ins Vertrauen zu gehen. Das Vertrauen, ich bejahe, dass meine innere Stimme mich immer richtig leiten wird. Ja, also höre hier auf deine Intuition, auf dein Gefühl, auf deinen Wert und überlege halt genau, für was und für wen setzt du dein Können ein? Na? Auf jeden Fall, heute kommt Support, Unterstützung, eine Lösung, eine Erlösung, irgendetwas kommt. Du entwickelst dich hier mit irgendetwas weiter. Du verlässt eine ungesunde Situation oder du findest eine Lösung, wie du etwas halt lösen kannst, was dich belastet hat. Auf jeden Fall geht es heute um Weiterentwicklung. Gleichgewicht, Heilung, neues Vertrauen. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen zauberhaften Tag, bleibt mir alle schön gesund und hoffentlich bis bald. Eure Helene.